fix was zu essen geholt hier. Also wenn wir eins können, ist unsere Fallen selbst auslösen. Geht ja schon nicht anders. Aber es stimmt, also eine Effigy muss man wirklich gebrannt haben. Alter. Aber ich habe sie definitiv nicht angezündet. Warum hau ich jetzt eigentlich mit dem Ding? Oh Gott, oh Gott. Mach mehr Päusche. Na, erstmal hier noch Sticks sammeln. Sticks. Muss jetzt sein. Und Sticks habe ich doch. Wie viele? Das sind ein paar. Oder habe ich die jetzt alle schon verschleudert? So. Noch 11. Na, bin. Siehst du jetzt eigentlich, dass ich welche im Inventar habe? Nö. Also ich, bei dir steht da unten jetzt nicht 10 von 11. Nee, nee, das ist immer okay. So ich-bezogen. Mehr diese ich-bezogenen Menschen. Denen habe ich ja so meine Probleme. Oh, hier sind Alter. Liegen da einfach rum hier. Gut, aber unsere Verteidigungskonstruktion scheint dabei zu funktionieren. Ja. Oh, es regnet. Wo? Draußen. Oder im bei mir. So. Es dunkelt auch schon wieder. Sieht das Ganze sogar noch mal eine Spur gefährlicher aus, unserer Base. Ja. Ich weiß nicht. Mit Spitzen, gegen die man rennen kann. Vielleicht noch mal probieren, noch einen Baum hier schnell umzumachen. Ja. Ja, so langsam klappt's mit dem Manövrieren. Durch die Fallen. Ja. Jetzt zu unserem Eingang komme ich eigentlich schon ganz sicher, aber wenn man sich dann da so zwischendrin. Umfeld. Ah, da vorne kommt man halt echt schwer hin. Hoppla. So. Hast du noch einen Lock? Nee, gerade nicht. Ah, jetzt bloß fehlt jetzt ein, ne? Ja, ich bin hier noch am Fällen. Okay. Aber da kommt ja einer schon so mit Lampe auf den Kopf. Also hinterher geht es Richtung Base. Was ein Mongo, ey. Wenn man die Loks liegen lässt, diesen. Oh ne, jetzt zündet er die Axt an oder was? Das wollte ich jetzt aber nicht. Wenn die jetzt kaputt geht. Alter. Auto einem hier. Hoi. Alter. Oh, es sind mehrere.
Und links von den Defense Bikes liegt, glaube ich, auch jemand. Auf jeden Fall habe ich da irgendwas gesehen. Ah, da ist ein Toter. Der da vorne liegt aber schon länger da. Den kriege ich noch nicht aufgehoben. Ja, und wie gesagt, in die Defense Bikes ist scheinbar irgendwie. Ah, der da. Ah, ja. Der, durch die Deadly Fall gestorben da. Nur zwei waren da wohl zu viel. Oh Mann. Ups. Irgendetwas schnauft noch so, als würde das leben. Ja, das ist sogar der da vorne. Inwiefern hat er noch gelebt? Ja, manchmal stellen die sich in den Tod. Ah. Und das war bei dem wohl auch der Fall. Weil ich habe mir jetzt eben noch durch zwei Fallen durchgetrieben. Sehr schön. Das war dann für Kollege Schnürschuh auch zu viel. Ja. Ah, aber die Defense Bikes haben wir sogar noch fertig gebaut. Ja, das gefällt mir doch. Ich muss mal was trinken hier. Da kommt wieder Lampe. Ja. Ist. Der ist so ein Häuptling-Typ, ne? Ja, ja, alles was leuchtet ist Häuptling. Echt, nur auch die, die so eine Lampe auf dem Kopf haben? Ja. Okay. Also da wird nicht so... Warum löst du die Falle nicht aus? Alter! Ja, er ist ja in den Rücken gesprungen. Ja. Und hat gegen die Tür, ich glaube die Tür ist kaputt. Wow, Mann, ey. Gehen ganz schön gegen die Wand. Mhm. Oh, Häuptling ist tot. Mutter Teresa da unten. Will noch nicht. Da hinten rennt noch einer komisch rum. Oh, super. Ja, der hängt jetzt in der Bearside Trap, gut. Das ist ja geil. Fallen macht sich immer mehr bezahlt. Ja, super, ich hänge jetzt hier irgendwie in der Wand. Ich seh's. Gefällt mir gar nicht. Ah, jetzt bin ich mal wieder raus. Bäh. Ein Stein nach ihr geworfen. Mein Gott. Hochgescheit. Die Frau ist hartnäckig hier. Mhm. Die Männer haben sich schon ihrem Schicksal ergeben, aber... Die will nicht. Oh Mann, ey. Immer schön beim Rennen noch die Falle aufstellen. Mhm. Die macht jetzt immer noch... Ich versuche mal das Lockvogel da... dahin. Die Nacht. Hey, hier. Warte ich. Hallo, komm her. Ah, jetzt ist sie. Binde. Ja, das Einzige, was momentan noch so ein bisschen störend ist, finde ich, ist, dass die halt sehr, sehr oft durch die Fallen durchlaufen, sie auslösen, aber sie ihnen halt ganz augenscheinlich überhaupt nichts macht.
Ja, sie rennen halt auch falsch. Klar, wenn du von der Happy Birthday Trap wegrennst und sie auslöst. Ja klar, aber bei der Deadly Fall ist es halt manchmal auch wirklich so, die rennen da rein. Es trifft sie auch, definitiv. Ja. Aber es interessiert sie einen Scheiß. Sie müssen ja nicht mal tot sein, sondern einfach mal niedergeschlagen werden. Aber in Anbetracht dessen, also wenn du jetzt guckst, was hier alles rumliegt, da liegt einer tot, die Tante da vorne ist gestorben, sind zwei. Da vorne liegt drei. Oder ums Eck ist doch einer. Ein Geburtstag. Also es sind hier, glaube ich, jetzt gerade schon 7 Stück oder so. In die Falle gegangen. Was ja jetzt wenigstens mal mehr Action bedeutet. Ja. So lange Zeit. Und das, obwohl diese Session so suboptimal gestartet hat. So. So, aber ich speichere den noch mal. Ja, werde ich jetzt auch gleich noch mal machen. Dann ist auch langsam Zeit für die Pause, zumindest bei mir. Die Pause? Mhm. Aber sehen, wie lange. Berüchtigte Pause. Mal sehen, wie lange die Pause diesmal wird. Mhm. Ah, so. Alter, schreit hier rum. Ja, sag ich doch. Das klingt super brutal. Aber ich sehe die Ursache nicht. Das ist auch so das Problem, das ich dann dabei immer habe. Hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Tree Zaps werden noch richtig interessant. Weil, weil du damit die Mauern wieder reparierst. Ja. Und die gehen dir dann doch ordentlich schnell aus. Also ich denke, so die nächsten Dinge, über die man nachdenken könnte, wären in der Base so Lock und Stick Holder. Ja, richtig. Ja. Und dann auch einfach mal auf Pump Sachen farmen am Tag, um auch ordentlich selbst zu haben, um dann die Mauern reparieren zu können. Ja, und da hinten läuft einer. Oh, der läuft mal wieder dumm gegen Wasserfall. Na ja. Ja, das machen sie öfter. Also. Vor allem genau an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, sollten wir die hier noch auseinandernehmen oder sagen wir. Ach, das ist so gespeichert. Na, hoffen wir es doch. Ja. Also mit diesen geistreichen Plänen und einem geschmiedet wurden. Und einem rasch untergehenden Mond. Genau, der hinter den Wolken verschwunden ist und jetzt hervorkommen. Verabschieden wir uns. Und sagen tschö mit Ö. Tschö mit Ö, ja. In die vergehende Nacht hinein und zum Tag hin. Ja. Irgendwie. Oder so. Genau. Bla. Blub. Bis zum nächsten Mal im Wald.